Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zurück zur 26. Folge unserer FIFA 20 Karriere mit Kickers Offenbach in der Regionalliga. Wir versuchen aus dieser aufzusteigen. Ihr seht es hier, sind auf Rang 3, ein Punkt Vorsprung vor Saarbrücken und ein Punkt Vorsprung vor Essen. Saarbrücken hat aber ein Spiel mehr. Das heißt, der Hauptkonkurrent hier ist Rot-Weiß Essen. 37 Punkte haben die also. Und ja, ich würde es natürlich beiden Mannschaften von Herzen gönnen. Also im Optimalfall steigen einfach Rödinghausen. Ich glaube, das wird eh nicht mehr zu verhindern sein. Offenbach und Rot-Weiß Essen auf. Das wäre mein Traumszenario. Und wir lassen den SC Verl einfach in der Regionalliga. Aber ja, aktuell ist es so, dass wir in Konkurrenz stehen mit Rot-Weiß Essen. Und um die auf Distanz zu halten, müssen wir heute gegen den BFC Dynamo natürlich wieder punkten. Heimspiel, das Auswärtsspiel, ich erinnere mich noch dran, das haben wir ganz, ganz dreckig mit 1:0 gewonnen. Das war so eine Einzelaktion von Tim Diersen, glaube ich, damals. Und ansonsten haben wir da nicht viel zustande gebracht. Aktuell bringen wir ja generell nicht viel zustande, deswegen, ja, würde uns das heute auch wieder gut zu Gesicht stehen, dass wir wieder Effektivität vorm Tor des Gegners walten lassen. Das ist die Aufstellung, mit der ich reingehen möchte in diese Partie. Ich möchte möglichst wenig verändern, irgendwie so ein bisschen Sicherheit reinbekommen. Und damit geht es jetzt rein in das Heimspiel gegen den BFC Dynamo Berlin. Die Mannschaften laufen also ein. Kickers Offenbach gegen BFC Dynamo, wir in den roten Trikots. Der BFC Dynamo in den weißen Trikots. Stadion ist mal wieder pickepacke voll, der Biberer Berg. Und wir wollen ihn natürlich heute so richtig beben lassen mit unseren Leistungen. Mal sehen, ob es uns gelingt. Serkan Firat auf Garic. Garic. Raus auf Röser. Tim Diersen, ja, hat er versucht, den Ball durchrollen zu lassen. Damit konnte er die Abwehr von BFC Dynamo nicht überwinden. BFC Dynamo ist ja wirklich ganz unten drin in der Tabelle. Flanke herein von uns. Aber rausgeklärt. Jetzt der erste Angriff vom BFC Dynamo. Müssen wir aufpassen. Aber das hat unsere Innenverteidigung gut geregelt bekommen. Jetzt spielen wir wieder von hinten nach vorne. Tim Diersen, boah, wird da mächtig abgeräumt. Campagna. Setzt da gut den Körper ein. Ganz gemächlich spielen wir uns hier nach vorne, aber bei aller Gemächlichkeit bereiten wir dem BFC Dynamo doch so ein bisschen Probleme im Defensivverbund. Vor allem klären sie den Ball immer wieder so raus, dass wir ihn uns wiederholen können. Campagna, Tim Diersen. Ja, etwas unkonventionell, aber er kommt am Gegenspieler vorbei. Garic muss da wieder abbremsen, Ball in den Rückraum. Tim Diersen. Diersen kann er jetzt mal aufdrehen. Tim Diersen aus der Distanz. Was für ein Treffer. Und da hat's Rums gemacht. Tim Diersen schweißt das Ding da einfach mal links oben ein im Knick. Da hat man ihn mal ein bisschen zu viel Platz gelassen. Und dann haut er da drauf. Zack, links oben rein in den Knick. Keine Chance für den Keeper. Das ist natürlich der optimale Start für uns. Tim Diersen, wunderschöner Treffer. Wir gucken uns natürlich in allen möglichen Zeitlupen nochmal an. Damit steht es 1:0. Das ist genau der Start, den wir uns erhofft haben. 22. Minute. Der OFC ist in Führung gegangen. Es ist verdient, aber man muss schon sagen, so richtig ein Torschossen war es jetzt, glaube ich, so einer der ersten. Insofern freut es mich sehr, dass wir da jetzt so effektiv sind. Das ist ja auch bitter nötig bei unserer Offensivschwäche. Diersen auf Reinhardt. Auf Garic. Firat. Firat zieht da in die Mitte rein. Wird da nicht so richtig angegriffen. Serkan Firat. Ja, tanzt da richtig mit den Gegenspielern. Dann war es vielleicht etwas zu viel. 36. Minute. Wir spielen extrem dominant. Bis auf den geilen Treffer von Tim Diersen haben wir allerdings nicht viel Spektakuläres zustande gebracht. Aber das würde ja erstmal Stand jetzt reichen. Trotzdem möchte ich natürlich auch mal nachlegen. Mal wirklich deutlich in Führung gehen. Campagna. Guter Ball auf Röser und dann kann er den nicht ganz kontrollieren, leider. Schade. Aber es gibt wohl Eckball. Sehr gut. Da war wohl noch ein Dynamo-Spieler dran.
Wir probieren es mit dieser Variante. Fanny Marquez mit der Flanke herein. Die ist nicht so verkehrt. Kurz vor der Halbzeit. Wir spielen noch einmal gepflegt den Ball nach vorne. 45. Minute. Reinhardt auf Tim Diersen. Der wird sogar nochmal richtig gut freigespielt. Das wird sogar nochmal richtig gefährlich. Tim Diersen geht da vorbei. Tim Diersen 2:0. Was für ein Tor. Die nächste richtig schöne Bude. Und wir führen 2:0 gegen BFC Dynamo Berlin. Richtig schöner Angriff. Da haben wir nochmal vor der Pause einmal in Ruhe von hinten rausgespielt. Und dann hier zieht er den Ball am Gegenspieler vorbei und dann legt er ihn sich noch auf den stärkeren Linken. Und in aller Seelenruhe, mit einer Kühlheit, die wir lange nicht mehr bei ihm gesehen haben, schließt er da ab zum 2:0. Doppelpack Tim Diersen. Und damit darf es dann doch auch jetzt eigentlich gerne in die Halbzeit gehen. Schiedsrichter pfeift ab, sehr schön. 2:0, wir bieten unseren Fans richtig guten Fußball und haben schon zwei richtig schöne Tore gesehen. Auch wenn das die einzigen ernsthaften Offensivaktionen von uns waren. Soll uns recht sein. Solange wir jede Offensivaktion mit einem solchen Tor abschließen, kann das gerne so weitergehen in der zweiten Halbzeit. 3, 2, 1. Dementsprechend natürlich auch keine Wechsel. In Durchgang 2. Es darf dieselbe Mannschaft weiterspielen wie im ersten Durchgang. Dynamo hat gewechselt. Schulz ist gekommen für Garbuszewski. Und da wollen wir jetzt sehen, ob Dynamo noch eine Antwort parat hat. Aber ich würde natürlich gerne in dem dominanten Stile weiterspielen. Das wäre ganz nach meinem Geschmack. Campagna, ja, da gut gemacht. Den Ball da behauptet. Ah, und der Ball von Chico auf Tim Diersen, der war schwach. Rechte Außenbahn, Siakam mit der Flanke hinein in den Strafraum und es ist der erste gefährliche Abschluss von Dynamo im gesamten Spiel. Trabant muss dazu packen. Oh, jetzt kommt Dynamo mal gefährlich. Jetzt müssen wir aufpassen. Pass in den Rückraum und dann kullert er rein. Das Spiel ist also wieder offen. Dynamo mit der zweiten Offensivaktion sind offensiver aus der Kabine gekommen. Trotzdem ärgere ich, dass sie wirklich so direkt hier den Ausgleich schaffen. Wir sind eigentlich mit der Kretsche auch da. Da hoppelt er, glaube ich, wirklich einfach ganz unglücklich drüber. Gucken wir. Oh, so, gerade so kretschen wir vorbei. Andreas Pollasch mit dem 1:2. Jetzt bloß keine Nerven zeigen. Campagna und Garic. Garic mit dem schönen Ball rechts raus auf Martin Röser. In die Mitte zurück auf Reinhardt. Der legt sich den Ball einmal vor und haut drauf. Reinhardt, was für ein Pfund, der da abgesetzt hat. Und Serkan Firat. Auf Tim Diersen, den hat er da schön gesehen. Tim Diersen. Oh, Tim Diersen macht das richtig klasse, der Abschluss. Ah, und dann ist Schobert aber da. Dynamo. Da kommt er über die Außenbahn, immer wieder über die schnellen Außenbahnspieler. Auch jetzt wieder. Sah für mich nach Abseits aus und ist auch Abseits. Sehr schön. Ich denke, wir können wechseln. 68. Minute. Garic ist müde gelaufen und ich glaube, da werden wir Richard Weil mal wieder ins Spiel bringen für ihn. Einfach jetzt ein bisschen Erfahrung, Defensivstärke, das sollte doch passen. Und offensiv würde ich sagen, kommt Pelle Hoppe für Tim Diersen rein. Tim Diersen hat sich seinen Sonderapplaus verdient. Und vor allem brauchen wir den frisch fürs nächste Spiel. Und wir werden Lämmer noch reinbringen, also wechseln direkt dreifach. Lämmer, Hoppe und Weil rein für Diersen, Röser und Garic für die Schlussphase. Da nochmal frisches Personal haben. Und Lämmer wird tatsächlich direkt auf die Reise geschickt. Der braucht nicht lang, um auf Touren zu kommen. Jakob Lämmer. Lämmer in die Mitte rein und den ersten Eckball rausgeholt. Müssen wir schauen, wie wir den bringen. Ich denke kurz. Pelle Hoppe ist da. Jakob Lämmer. Lämmer, das hat er gut gemacht. Flanke hinein! Und Richard Weil. Auch der ist neu im Spiel. Alle neuen hier direkt sofort mit von der Partie. Kopfball von Richard Weil. Kriegt er leider nicht mehr richtig gedrückt und geht so übers Tor. Ja, möchte sich da um den Gegenspieler herumdrehen. Tatsächlich, das gelingt ihm da im Ballbesitz zu bleiben und er holt den Freistoß raus. Gucken, in welcher Position. Eventuell könnte das... Oh ja, das ist eine Position für Serkan Firat. Probieren wir das mal. Serkan Firat! Oh, um ein Haar hätte der gepasst. Schobert fliegt da.
Das wäre das dritte Traumtor des Tages gewesen. Starker Freistoß von Serkan Firat. Dynamo Breitfeld. Jetzt kommen sie wieder über die Außenbahnen. Breitfeld. Marcos ist da dazwischen. Ganz wichtige Aktion. Flanke erstmal verhindert. Jetzt aber trotzdem die Gelegenheit für Kleis. Und wieder raus auf die Außenbahn. Aber der Ball ist im Aus. Nein. Den holen sie sich tatsächlich noch. Flanke segelt hinein. Rausgeköpft. Und Lemmer hat ihn erstmal richtig gut geklärt. Und Reinhardt kommt leider nicht dran. Jetzt bleibt es also erstmal beim Powerplay. Wir stehen da ganz tief hinten am eigenen Strafraum. Ist darauf bedacht, hier den Ausgleich zu verhindern. Tatsächlich Ronny Marcos. Jetzt, oh Gott, Albrecht, mach keinen Mist da hinten. Plundke. Und jetzt haut er das Ding einfach nach vorne. Richtung Jakob Lemmer. Und der gewinnt das Ding tatsächlich. Unglaublich. Irgendwie bleibt er da im Ballbesitz. Jakob Lemmer. Und das ist die Entscheidung von Reinhardt. 3:1. Wir haben es geschafft. Wir gewinnen. Die 3 Punkte bleiben am Bärsch. Jawohl. Nervenschlag gegen BFC Dynamo hinten raus. Aber insgesamt muss man sagen, war das eine deutliche Leistungssteigerung. Insgesamt ein gutes Spiel. Schöne Tore, die wir geschossen haben. Und jetzt also das 3:1 zum Abschluss von Moritz Reinhardt. So, wir haben es gepackt. Sieg. Erstmal durchatmen. Und dann sehen wir uns gleich beim hoffentlich erfreulichen Blick auf die Tabelle wieder. Als Tabellenzweiter grüßen wir jetzt also in der Spitzengruppe der Regionalliga Südwest von einem Aufstiegsplatz. Zweiter sind wir mit 41 Punkten Rödinghausen vorneweg. Die sind wegmarschiert. Hinter uns ist noch Verl. Die haben noch ein Spiel in der Hinterhand. Das werden sie wahrscheinlich gewinnen und wieder an uns vorbeiziehen. Aber wir haben jetzt eben wieder den Vorsprung von 4 Punkten auf Saarbrücken. Und Rot-Weiß Essen muss sein Spiel noch spielen und das wird jetzt spannend. Sollten die federn lassen, haben wir wieder ein kleines Polster. Und wir haben noch etwas für die nächste Folge, aber jetzt gucken wir erstmal, das Spiel von Rot-Weiß Essen ist jetzt leider nicht mehr drin vor unserem Spiel. Ihr seht hier etwas, monatliches Scouting-Update. In der nächsten Folge, als kleiner Cliffhanger sozusagen, da seht ihr dann, welche Spieler wir verpflichten könnten, welche Jugendspieler wir in unsere Jugendakademie aufnehmen könnten. Das werde ich euch dann aber in der nächsten Folge zeigen. Und da werden wir in der nächsten Folge entscheiden, wen wir in unsere Jugendmannschaft aufnehmen und welche sozusagen die nächsten großen Talente am Biberer Berg werden könnten. Das alles aber in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge und dieser Sieg und die geilen Tore von Tim Diersten gefallen haben, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne noch tun. Bis zur nächsten Folge. Ciao, haut rein.